Ja, hallo. Machen wir weiter mit unseren Funktionen. Hier sehen Sie die in dem letzten Video behandelte Funktion und wir wollen jetzt einfach mal hier die Summe von zwei Summanden ausrechnen. Ja, und dazu können wir eigentlich die Main weiterverwenden und hier diese bereits im letzten Video angelegte Funktion. Wir ändern zunächst den Namen dieser Funktion in zum Beispiel berechne Summe. Jetzt müssen wir auch wirklich überall den Namen hier auch ändern und jetzt können wir hier in der Main unsere beiden Zahlen anlegen. Das heißt, int a gleich 2 und b soll 3 sein. Ja, nun wollen wir ja der Summe, also unserer Funktion berechne Summe hier sagen, dass diese auch mit diesen beiden Werten hier rechnen soll. Ja, und wie geht das? Das ist natürlich wie in Java folgendermaßen. Wir müssen einfach diese Werte dann der Funktion übergeben. Also berechne Summe soll aufgerufen werden mit folgenden Werten. Diese Werte müssen natürlich dann auch hier angelegt werden. Ja, wir brauchen jetzt hier kein int zu nehmen, aber es sollte auf jeden Fall größer sein. Also kann auch ein unsigned int sein, aber natürlich gibt es da auch ein paar Einschränkungen. Nehmen Sie also am besten, wenn Sie sich nicht auskennen, hier erstmal das normale int, also int a und dann auch noch b. Die Besonderheit ist, Sie brauchen hier nicht mit a und b zu rechnen, aber ist doch eigentlich sehr logisch, hier auch dieselben Namen zu nehmen, aber ich zeige auch, dass Sie hier durchaus denn andere Bezeichner wählen können. Das geht also folgendermaßen hier. Dann soll die Funktion natürlich ein Ergebnis ausrechnen, Zahl 1 plus Zahl 2. Wenn wir jetzt das Programm ausführen würden, würde er sofort hier oben meckern. Das ist natürlich klar. Weil hier oben ist der Methode keine Übergabeparameter bekannt. Das heißt, diese einmal kopieren, oben einfügen, nun würde es auch funktionieren. Aber auch hier können Sie die Namen nach Belieben einfach abändern. Zum Beispiel einfach Z1 und Z2. Das heißt, überall haben wir andere Bezeichner und ja, das ist eigentlich gar kein Problem. Wir könnten die auch Summand 1 nennen und Summand 2. Ja, oben ist ja so nur für den Compiler entscheidend oder für den Programmierer, wenn er schnell mal rüberschauen möchte, welche Funktionen denn in dieser Klasse hier vorhanden sind. Und daran sieht er dann gleich, okay, zwei Summanden. Wunderbar. Können wir also so belassen. Eigentlich müsste von der Funktion jetzt alles gegeben sein. Nur die Ausgabe hier können wir ein bisschen abändern. Und zwar Summe von, ja, jetzt schreibe ich das einfach nochmal hin. Die Zeit haben wir ja, plus Zahl 2 ist Ergebnis. Ja, schauen wir mal das Ergebnis an. Summe von 2 und 3 ist natürlich 5. Und das soll es dann grundsätzlich zu den Übergabeparametern der Funktion gewesen sein. Okay.